die Apparatur, wenn die dann läuft, dann wird quasi sozusagen die Challenge gemacht und da wird es spannend. Hey, hallo Markus. Es gibt gleich eine Brücken-Challenge hier im Labor. Was hat es denn damit auf sich? Die Idee ist, dass eben an der Hochschule für angewandte Wissenschaften auch das Anwenden drankommt. Und deswegen haben wir Konstruktionen machen lassen, die Funktionen, aber auch Festigkeiten so gut als möglich wiedergeben sollen. Und von daher machen wir das Ganze auch dann in Präsenz als Test. Und heute findet der Wettbewerb statt. Wann geht die Konstruktion kaputt? Kann die Konstruktion eine Kugel führen und hat sie auch nur ein maximales Gewicht. Und da gibt es doch irgend so eine Apparatur, wo das Ganze getestet wird. Genau. Hier, es gibt eine Maschine, die für uns, damit das Ganze auch gemessen werden kann, drückt. Wie viel hält es in einer ganz gewissen Weise aus, die Konstruktion? Und dann gibt es da auch eine Siegerehrung, habe ich gehört. Herzlichen Glückwunsch. Genau, in zweierlei Hinsicht. Zum einen der beste Blick. Jeder schaut sich alle Konstruktionen an und bewertet, wer da am besten liegt, ist die eine Preisverleihung. Die andere Preisverleihung ist das Siegerteam. Und jetzt geht's gleich los. Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir halt unsere Laufbahn von der Kugel von der Prüffläche selber getrennt haben. Hier so ein bisschen Gewicht sparen, hat man da wie so einen Steg reingebaut, weil man braucht ja nicht die ganze Lauffläche. Bravo, super.